Hallo und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Warlords Battlecry Nummer 2. In der letzten Folge haben wir endlich und Gott sei Dank die Goblinberge erobert und uns wieder mal so einen maximalen, also einen EP-Bonus für jede neu erstellte Einheit abgeholt. Und ja, das waren das letzte Mal plus 5 und jetzt gibt es nur noch zwei Provinzen, nee, eine Provinz mit plus 4 und das ist diese hier. Jetzt müssen wir leider wieder gegen Goblins kämpfen, aber das wird schon irgendwie hinhauen, ne? Ja, dann hallo, anwählen. Umwandeln und ihr baut mal bitte. Und wir spielen mit Orks. Hihi, einfach so. Und natürlich Vogel magische Verteidigung. Hervorragend, dann können wir auch sehr schnell gehen. Und wir haben nur eine maximale feste Stufe 4. Das brauchen den Orks, glaube ich, viel Stein, ne? War das so? Ich glaube schon. Also, ja. Dann warten wir. Machen noch ein paar. Bronze Golems, die sind echt eine echte Bereicherung, die Bronze Golems. So eine gute Idee mit denen. Ja! Wenn Bauen fertig ist, dann kannst du ganz viel. Entschuldigung, ist ja nicht so. Zap, 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 gut. Dann kannst du mal so eine schwule Statue bauen. Einfach so. Weil wir keine Türme haben. Und ihr könnt natürlich hier Stein rufen. Steine rufen! Stein, komm her! Gut. Und Stufe 3 schon, sehr geil. Wir bauen die fertig. Dann baust du mir hier was. Und zwar eine Grube, wie es auch immer heißt. Du sollst für mich in die Mine gehen. Die Steinmine. Hauptsache, die brauchen echt viel Stein, die Orks. Sachen gibt's. Bruststätte heißt sie hier, okay. Von mir aus. Eigentlich mache ich Orks ziemlich gern. Ja? Ja. Sehr schön. Und dann baust du mir mal einen Goblin-Aufklärungsturm. Und zwar hierhin. Stufe 3, sehr geil. Neue Gebäude verfügbar. Ja, nämlich Ogre-Dinger. Boah, die, oh, schaut mal die Mana-Regeneration an. Ist ja pervers. Also pervers geil. Hallo? Sehr schön. Vierfache Schrank gegen Gebäude. Das wird natürlich sehr geil. Ja, überhaupt, die Grundpriester sind interessante Einheiten, und zwar ziemlich gute. Das wollte dich durchgehen lassen, oder? Das war ein netter Versuch, aber irgendwie glaube ich nicht, dass es klappen wird. Gut, dann Schadenbonus bitte. Kobold. Ich verklebe mich zur Zeit so oft. Und ein Gefängnis bitte. Wer braucht schon kein Gefängnis? Und hier bitte Sichtweite und Goblins. Jo. Da. Ich weiß, danke. Welcher eigentlich? Ja, Ogerfürst wahrscheinlich. Ja, da machen ein paar Ogers, ne? Was soll ich für dich tun? Ogers bauen. Aber erstmal den Bonus. Ach, egal. Und. Ach, ich kann hier Sklavenhorde entwickeln, okay. Dann kann ich das mit ihnen hier lassen. Was soll ich für dich tun? Die Steinmine. Du kennst deinen Auftrag. So, und ihr bitte wieder Steinhof. Sehr geil. Ihr habt zu viele Männer. Ja, das macht nichts. Lass mich in Ruhe. Entschuldigung. Gold brauchen wir jetzt, ne? Dann auf nach Gold. Auf nach Gold. Auf zum Gold. Wenn ich genug Einheiten habe, dann mache ich halt noch ein paar Statuen. Wir sind ja flexibel. Ah, Gott sei Dank, wenn ich den Zauberfähigkeitsbonus war auch sehr hilfreich. Oh, ich mag die Statue haben. Mann, die klappt nie. Ich will diese große silberne Statue haben. Ist sicher viel cooler. Jo, was noch? Sklavenrolle, ne? Was? 25 Gold? Achso, sie haben keinen Platz. Jetzt hat. Das habe ich auch nie erlebt, glaube ich. Dass sich der am Bevölkerungslimit richtet. Na egal. Aber eine kostet 25 und hier kostet eine 18. Das ist kein fast kein Unterschied. Für Instant. Gut, ja, dann gehen wir mal lustig weiter. Ist der Held dabei? Nein, ist nicht okay, aber die Heileinheit. Ja, dann lass ich meinen Held im Dings da im Gebäude und setz mich anders hin. Ja, gut, gut. Ich auf meinen alten Tag, ich sag's euch. Man wird alt! Zap, zap, zap.
Gut, gut, gut. Dann weiter geht's. Es gibt hier noch einen Kobold. Von mir aus. Der hält geht doch mit. Hä? Aber das ist nur noch. Ah ja. Ach, das stimmt ja, weil die ja. Also man kann maximal. Wie war das? Wie viele Einheiten kann man maximal nehmen? Ich glaube 20 oder so. Was so? Und die sind hier zu dick, das heißt, die werden hier nicht alle angezeigt. Genau. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall sehe ich meine Helden gerade nicht. Ist ja nicht so wichtig. Vorwärts. Halt, das ist ein Lager. Folgt mir. Oder irgendwas ähnliches. Und hier oben. Die Grünen, natürlich. Immer die Grünen. Was soll ich für dich tun? Weil der Held muss eigentlich im Lager bleiben. Der muss hier ganz seine Statuen beschwören. Lecker kein. Ein feindlicher Held wurde vernichtet. Ja, dann. Ja, weiter geht's. Was mache ich hier? Ich habe keine Ahnung. Turin Elanos. Turin. Mann, der klappt echt nicht. Aber auf jeden Fall brauche ich mal mit dem Helden höchstpersönlich ein paar von diesen Orkhäusern hier. Einfach so. Gebt mir Befehle. Zack, zack, zack. Das gefällt mir. Jo, mir auch. Machen wir uns auf den Weg. Gute Idee. Machen wir uns auf den Weg. Jetzt bin ich Gott sei Dank auch zu diesem Punkt gelangt, wo entschlossener Widerstand auch nicht mehr so krass ist. Weil einfach mein Held viel zu stark ist. Headnut. Ja, mach mal kaputt hier. Tack, 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 tack. Irgendwie nur Gebäudezerstörungstypen. Das macht nichts. Was ist er denn? Dieb. Ah, kannst ruhig versuchen, mich zu klauen. Neue Gebäude verfügbar. Gut. Lass gut. Aha. Ja, mal. Was denn noch? Was soll ich für dich tun? Angegriffen. Ah ja, maximal Stufe 4 leider. Du kannst hier nicht bauen. Ich könnte es schon nicht machen. Jo, auf geht's. Arschkentroll. Ich hab noch ein paar Rohstoffe, ne? Wenn sie schon da gratis rumliegen. Hervorragend. Dann umwandeln bitte. Du die Seite. Und du die andere. Nicht du, du. Wenn sie da schneller ist. Ja, die da. Nein, na, speichern können wir auch mal. Wie speichert er? Wieso unterbrechen? Speichern will ich. Einfach so. Falls irgendwas passiert. Falls wieder Dämonen kommen. Einfach so. Vielleicht können wir hier mehr Sichtweite machen. Ja, ich kenne Troll. Was soll ich für dich tun? In die Eisenmine gehen. Und du hast mir viel zu viel Mana übrig. Das ist schön. Ich will die Statue haben. Ich will die Statue. Verdammt. Du brauchst mehr Mana, ja. Ah ja, die Schamanhütte bitte. Eure Truppen werden angegriffen. Das kannst du auch umwandeln. Kann jemand umwandeln von euch? Pappnasen? Was soll ich für dich tun? Ja, dann gehst du mal hier hoch. Kennst du Troll? Ja, kenn ich. Dies ist jetzt unser Besitz. Ah, da kannst du bitte umwandeln hier. Neue kann ich mich hier. Verfügbar. Schön. Was soll ich für dich tun? Dies ist jetzt das unser Besitz. Spaß, glaube ich, ist ziemlich, ja. Eure Truppen werden angegriffen. Ja, dann machst du nur ein paar Trolle, ne? Bin auf dem Weg. Ja, und mach ganz viel von den komischen Hütten. Oh, dann Horst. Horst auch nicht schlecht. Folgt mir. Fledermäuse! Oh mein Gott! Wo lang? Ja, die können natürlich nicht Luft eingreifen. Oder doch? Nee. Zap, 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 zap. Gut. Das ist schön, dass du dich erinnerst. Dann definieren wir euch mal als Stufe 2. Truppe 2, was ist das hier? Schamane, okay. Hauptsache kein Assassine. Boah, das hat reingehauen. Nein, mein Weißmagier. Die leben irgendwie nicht so lang. Kann das sein? Die geht immer als erstes drauf. Jetzt hätte er dich wieder gesund machen können, den guten Fernfürst. Schade, schade. Ja, dann vielleicht noch ein paar Statuen. Hallo? So,
Maximal Stufe 2 haben wir leider nur vom Horst. Ja. Ja, dann baut sie halt noch etwas an Schamanhütten. Ne, Orkhütten heißen die. Ja, überall wo Platz ist. Die Immobilienpreise steigen, deswegen müssen wir mal ein bisschen. Du kommst wieder, Gott sei Dank. Ich dachte, du haust ab nach dem Bauen. Ihr habt zu viele Menschen. Ja. Hoppla, sind das alles meine? Ja, dann geht's nochmal weiter. Achso, ist gerade verstopft. Ich verstehe, eine Verstopfung. Geht's jetzt durch? Jetzt hat. Weiter geht's. Was gibt's hier noch? Nix. Was ist denn das Blauen da? Wo kommen denn die her? Da machst du mal einfach die Blauen fertig. Beziehungsweise. Nee, ist Schad und Bonus. Ah, da sind diese Koboldschützen. Große Reichweite. Die sind eigentlich ganz praktisch, aber die kann man halt nur mit Armeepunkten kaufen. Deswegen auch nicht ganz so praktisch. Wenn man sie so bauen könnte, dann wäre es ganz gut. Aber mit Armeepunkten gehe ich eher auf meine Elite-Einheiten. So, wir hatten eigentlich lang kein Dingens mehr. Keine Aufgabe, um Schreien oder so. Da gibt es noch einige nützliche Gegenstände. Ihr habt zu viele Männer. Ja, dann mach er mal wild. Und du nicht, weil du gehst hier. Vorwärts. Erstmal guckst du die Truhe nach. Und magische Verteidigung wie immer. Gucke mal nach. Ui. Plus 4 Bonus insgesamt. Umwandlung, Magie, Moral. Ja, aber lieber Magie. Lieber Magie. Ihr habt zu viele Männer. Ja, ich weiß. So, der Wächter im Sie entdecken Mausoleum ein Imp, er bewacht einen mächtigen Ring. Wenn sie ihm 800 Kristalle geben, gibt er ihm den Ring. Nehme ich mal, einen mächtigen Ring. Oh, Magie 3, oh, der ist nicht schlecht. Der ist ja besser als der Handelsring, ne? Magie 3, Widerstand 2. Umwandlung handeln oder Moral handeln? Ja, aber Handeln ist so geil. Aber Magie ist auch geil. Na, lieber handeln, ne? Und Widerstand, naja. Ja, dann lieber den Moral handeln weg. Den Dingens hin. Ja, genau. Zu den Waffen. Ja, achso. Ja, wieder wild und er nicht. Ich muss, langsam lernen, ihn da zu tun bei der Gruppenauswahl. Eure Truppen werden angegriffen. Ja. Was soll ich für dich tun? Die Grünen haben auch keine Chance mehr. Er wird doch nicht hier sterben oder so. Aber die sind. Irgendwie sind die bestückt, die Türme, die machen zu viel Schaden. Ja. Wo sind meine Einheiten eigentlich? Ja, dann mach ich einfach so. Jetzt reicht's mir. Komm, geh weg. Das müsste reichen. Ihr habt zu viele Männer. Eure Truppen werden angegriffen. So. Ja, dann greif an. Ach, bin ich krank? Ha, ich sag's auch noch. Naja. Wo sind meine ganzen Einheiten? Geht's mal dahin. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, geht's mal wild hier rum. Das Rudel ruft! Was soll ich für dich tun? Wild. Nicht Wache, wild. Da! Wild! Ihr habt zu viele Männer. Oh, wild. Und wild. Schafft das? Ihr habt zu viele Männer. Ja, ich weiß doch. Ganz ruhig, Frau. Ihr habt zu viele Männer. So. Gut, gut, gut. Ja, dann. So, geht ja nicht. Das geht ja nicht. Und wo ist der komische Imbarturm? Das vielleicht steht unten, ne? Gut, der ist wieder noch kaputt. Hätten die alle bestückt. Ja, greif an, bitte. Sehr schön, der Grün wird aufgeben. Ihr steckt hier fest, ne? Seid bitte intelligent, aber das kann ich nicht vergessen. Ihr habt zu viele Männer. Ich kann nicht zu viele Männer haben.
So, und wer noch? Hier oben. Irgendwie stecken die alle fest. Ihr habt zu viele Männer. Ich will schlafen. Ne, schlafen kannst du in der Nacht, obwohl gerade Nacht ist. Ne? Was ist mit euch eigentlich los? Seid ein bisschen intelligent. Das wäre so schön. Das wird so vieles vereinfachen. Ja, ihr auch bitte. Wild. Ich will schlafen. Du kannst nicht schlafen. Nicht wache. Wild. Du kannst schlafen, wenn ich die Karte fertig habe da. Vorwärts. Ah, die sind alle schon Meister. Sehr gut. Wenn sie hergestellt werden. Wie geht's meinem Horst eigentlich? Ich brauche viel mehr Horsteinheiten. Zip, zip, zip. Ein neues Zeitalter naht. Ich will da hin. Hier wahrscheinlich die Türme noch. Ich hab's vergessen. Was vergessen? Dass du die Türme angreifen sollst. Eure Truppen werden angegriffen. Ja, ja, ja. Nein, da entlang. Gute Idee. Ah ja, Heurika. Alle hier hin, bitte. Das schaffst du wohl nicht mehr, lieber. Was ist das? Also kein Held. Ja, ich kenn Troll. Zum 100. Mal. Ich komme wieder. Das ist cool. Du kannst mal noch ein paar von den Goblin-Hütten bauen. Oder mal Hütten. Und zwar in der Ebene hier. Da kannst du sie austoben. Zap, zap, zap. Ah, irgendwie so. Das Kudelrohr. Bin ich nicht schön. Du bist wunderschön. Euer Held. Was soll ich für dich tun? Zu den Waffen. Ah ja, Patt. Klassische Patt-Situation. Ja. Dann greift doch mal an. Ihr dürft auch angreifen, ja? Danke. Wieso hier nicht bauen? Gut, gut, gut. Die Blauen gibt's auch noch, Hilfe. Das ist der kuschige Guerillakrieg hier. Ah, endlich mal Flugeinheiten. Ja. Dann. Wo ist denn euer Lager eigentlich? Eure Truppen werden angegriffen. Wieder Türme. Ihr habt zu viele. Wo stecken ihr jetzt wieder fest? Wahrscheinlich wieder auf der Brücke, ne? Also klar. Geht's mal hier hoch, bitte. Da sind die wieder. Da oben haben sie sich versteckt. So, ja, dann machen wir. Ihr habt zu viele Männer. Bauen ist fertig. Truppen werden angegriffen. Mann, reck mich nie auf. Da sind echt zu viele Türme hier. Ihr habt zu viele Männer. Ja, dann geht's mal alle hin. Da, hilf mal kurz. So, mal den kaputt hier. Und ihr macht den hier kaputt. Dann müsste der Blaue auch bald aufgeben. Schon wieder. Schau, dass er nicht stirbt. Der Held. Schau, dass er nicht stirbt, hab ich gesagt. Wo seid ihr eigentlich hier alle? Steckt ihr wieder fest? Natürlich steckt ihr wieder fest. Natürlich. Wie kann es auch anders sein? Mein Gott. Ihr habt zu viele Männer. Ich habe jetzt zu wenig Männer. Wo sind denn die alle? Da ist ein Haufen. Eure Gebäude werden angegriffen. Sind alle tot oder was? Was soll denn das? Ja. Dann geht ihr mal alle hier hin. Beziehungsweise ihr. Ihr solltet das hier schaffen, ne? So, Angriff. Hab ich nicht. So, Attacke. Macht's mal alle fertig. Oh, gut. Nein, hab ich nicht. 135, krass. Hervorragend. Eure Truppen werden angegriffen. Mach mal kaputt hier. Boah, jetzt helft mir mal. Die unnötigsten Sachen greift ihr wieder an.
Na klar. Was ist das denn? Das, hallo? Wie viel Reichweite hast du denn? Das ist ja mindestens 50. So, jetzt aber. Dann hebelt ja nicht. Gut, und damit ist dann der auch abgeschlossen. Ihr habt zu viele Männer. Ja, ich weiß. Ja. So, und hier, ihr bitte. Dahin. Euer Held wird angegriffen. Ja, Mai. Ihr habt zu viele Männer. So, wo ist denn der Schwarze noch? Der hätte noch auch irgendwas. Irgendwo hat er noch ein Lager. Ah, jetzt weiß ich, warum das Ding Dschungel heißt. Uah. Wie eklig. Da entlang. Ja, hoffentlich. Ich hab's vergessen. Mein Gott, hier. Lauter Türme. Wie nervig. Ja, da entlang. So, Pell hat aufgegeben. Der lilafarbene. Ja. War eh schon kaputt. Mein Gott, wo ist noch ein Lager? Da. Ich hab's gefunden. Bin auf dem Weg. Kannst du was beschwören? Nein. Boah, mach mal die Goblins kaputt. Tue dir gefallen. Gut, gut, gut. Ja, und ihr bitte. Wo ist denn euer Problem? Ich weiß, Frau. So, endlich. Angegriffen. Schau ich das? Müsst ihr eigentlich schaffen. Nein. Greif mich nicht an, Kobold. Ja. Sehr schön. So, der hat auch aufgegeben. Das heißt nur für die Blauen. Der ist auch ziemlich kaputt gerade. Eure Gebäude werden angegriffen. Man reckt mich auf. Dumm. So. Und? Jawohl. Gott sei Dank geschafft. Mein Gott, ihr stopft ja alles voll. Aber ich habe die Quest, die Karte Gott sei Dank abgeschlossen. Juhu. Jetzt habe ich ziemlich viel Erfahrung als Bonus. Juhu, danke Frau. Na also, und geschlossener Widerstand macht jetzt auch nicht mehr so viel. Achso, das ist wieder so, na gut. Müsste eigentlich passen. Dann nehmen wir das Mondkind noch mit und den Schamanen mit dem unaussprechlichen Namen und den Basilisten und noch vielleicht mal. Ja, wohl ein Troll ist eigentlich vernünftiger. Nehmen wir Nargor, Tiltur, Gantur. Gantur kann man aussprechen. Gut, jetzt hat. Erfahrungspunkte und ich wollte nachschauen, wie viele ich insgesamt habe. Erfahrungspunkte. Wo stehen die denn? Hä? Ah ja, hier 19 Erfahrungspunkte. Ziemlich geil. Das sind fast 2 Stufen. Warte, hier bitte noch zum Erobern. Nochmal Erfahrungspunkte. Die Einöde. Ja, mal, warum nicht? Satex Labyrinth. Jetzt haben mich die Feen auch ganz schön geschwächt, ne? 12 Regionen, naja. Ja, dann nehme ich halt noch die Einöde. Saatextine haben das Land geplündert. Das geht natürlich nicht. Oder erstmal hier. Logischerweise wäre es hier eher die verbesserte Sichtweite hier. Erstmal durchs Labyrinth. Weil ich dann von hier komme und dann hier durchgehe, ne? Saatex Labyrinth. Mit wem denn? Den hatten wir denn sehr lange nicht mehr. Dunkelelfen vielleicht. Oder Dunkelzwerge. Nehmen wir mal Dunkelzwerge im Labyrinth. Klingt doch super. So, durch das Drücken von Dings da definieren sie Gruppe, das wissen wir ja. Steuerung 0 bis 9. Wobei die 0 selten ist, dass man mit der 0 was definieren kann. Naja. Aber das kennen wir. Natürlich zusätzliche Armeepunkte, wie immer. Und zwar nehmen wir ihn hier. Und ihn hier. Und ihn hier. Und kann man die zwei noch? Ihn hier und ihn hier? Nein, schade. 5 Punkte habe ich noch und 6 brauche ich. Das heißt, einer zu viel, ne? Ja, mal. Dann nehmen wir lieber ihn hier statt Mondkind. Und dann nehmen wir den Troll noch. Warum auch nicht? Beziehungsweise lieber Techniker. Von der Techniker-Krankenkasse. Gut. Das heißt, in der nächsten Folge gehen wir dann durch Saatex Labyrinth. Die allerdings sehr klein ausschaut, die Karte.
die ist extrem klein. Oh Gott, na gut, dann werden wir sehen. Bis dann also, servus und ciao.